Jüngstes Mitglied der DRC-Familie ist jetzt das Kanuntum geworden. Die haben mit dem Jahrgang 2019 jetzt den DRC-Status erhalten. Die haben das ganz toll aufgeteilt. Hier gibt es eben eine Herkunftspyramide, die eben sich zusammensetzt aus einmal den Gebietsweinen. Das heißt, die Weine mit diesem DRC-Status können die Trauben aus verschiedenen Ortschaften sein. Dann gibt es die Ortsweine. Hier haben wir eben, Moment, muss ich nachlesen, Göttelsbrunn, Hainburg, Höflein, Petronell, Kanuntum, Prellenkirchen und Stix-Neusiedl, die eben diese Ortsnamenbezeichnungen tragen können. Also es sind auch eben ortsübergreifende Gemeinden mit dabei. Und dann gibt es natürlich die Lagenweine, die eben wirklich nur aus dieser einen Lage kommen. Rebsortentechnisch ist es auch relativ einfach. Die wichtigsten Rebsorten aus dem Kanuntum sind eben im Weißweinsektor der grüne Veltliner, der Weißburgunder und der Chardonnay. Im Rotweinsektor ist es der Zweigelt und der Blaufränkisch natürlich. Sie haben sich auch noch eine Regel mit eingebaut bei den Ortsweinen und bei den Lagenweinen, wird eben darauf geachtet, dass die erst eine Prüfnummer einreichen können mit dem 1. März bei den Weißweinen und beim Rotwein erst ab 1. November. Das hat zum Vorteil, dass die Weine einfach mehr Zeit bekommen, die sie eben auch brauchen, um zu reifen und eben um das dann herausarbeiten zu können, was das ganze Gebiet so besonders macht. Und ich denke, es ist eigentlich eine ganz angenehme Möglichkeit, sich hier zurechtzufinden.